spannend. Also sie ist sympathisch und nett. Ja, hallo, ich bin Kalle aus Hamburg, vom Beruf Entertainer, Schauspieler, Sänger, Moderator. Ich bin übrigens ein ganz schlechter Sänger. Tanze mit mir in den Morgen. Moin. Moin. Ich hab gleich Angst irgendwie. Dein Problem. Ich tu dir nichts. Ja, jetzt hab ich noch mehr Angst. Machen wir mal so. Wenn mir keiner doof kommt, bin ich nett. Kalle, der Kiezpirat. Richtig. Wow. Was machst du beruflich? Ist Kiezpirat ein Beruf? Ja, auch. Ich bin Schauspieler. Schauspieler? Okay. Sänger. Warst du mal verheiratet nicht, oder? Doch, ja. Ja, warst du. Mhm. Ich habe mir gedacht, du bist so ein Nebenmensch, der sich nicht einfangen lässt. Ja, seitdem ich frei bin. Ja. Eine Partnerin müsste schon eine ganze Menge abkönnen. Ich habe aber so Sachen, wo ich sage, also 100%iges Vertrauen, 100% Treue und 100% ehrlich. Und wenn eins davon nicht funktioniert, dann tschüss, Ade. Ne? Geh mal die Bar. Ja. Ja, was suche ich für eine Frau? Ich habe eigentlich ja keine Vorstellung, weil Aussehen, das ist vergänglich. Ich meine, ich sehe immer noch gut aus, immer, Alter. Das muss passen, das muss eine Partie sein, dann passt das schon. Was guckst du so? Willst du mal ein Date oder was? Es gibt viel bei dir zu gucken einfach. Ja. Man guckt da gerne hin irgendwie. Das so. Ja. Nee, weißt du, was ich immer gerne, irgendwie schaut er so hart aus, aber er ist in Wahrheit ein bisschen ein weicher Bär, oder? Und, mach hier keine Gerüchte, Alter. Ah. Mein Name ist Silke, ich bin ein sehr offener Mensch, ich gehe gerne auf andere Menschen zu und mit mir kann man eigentlich gut auskommen und auch Pferde stehlen. Ich würde mich über ein Date mit einem Motorradfahrer freuen. Herzlich willkommen. Danke. Freue mich. Ja, schön. Ich freue mich auch. Ich freue mich, wenn ihr euch jetzt kennenlernen dürft. Gerne. Viel Spaß. Hallo? Brauchst du nicht beeilen, ich laufe nicht weg. Schon mal gut. Hallo. Hi. Kalle. Sehr gut. Okay. Im ersten Moment habe ich gedacht, wow. Bitte, ja. Platz. Wir können auch sagen, Shorty im Bikerkreis. Was denn? Shorty. Wer ist Shorty? Ich in Bikerkreisen. Ach, du Bikerst auch, oder was? Ja, klar. Ich fahre selber. Kawasaki Vulcan S. Habe ich mir vor 2 Jahren geholt. Ich muss nicht sagen, was ich fahre, ne? Harley. Ja. Also, dass er Motorrad fährt, 1A. Ja, die Stimmung ist recht gut ausgelassen, würde ich sagen. Also, ich habe Spaß. So. Du möchtest, dass wir zu Tisch gehen? Bitte. Jo. Jo. Dann mal los. Machen wir das mal. Dann geh mal vor. Das soll ich schmecken, ne? Danke. Im Moment läuft's sehr gut und ich bin mal gespannt, was da noch weiter passiert. Als sie den ersten Blick auf Kalle geworfen hat, dachte seine Datepartnerin nur, wow. Bikerin Silke hatte von einem Motorradfahrer geträumt und der Traum kam auf einer Harley. So, Adi Schocke, bin ich raus. Ich bin aus allem raus. Du auch? Bin ein langweiliger Abend ohne Essen. Vielleicht haben sie eine Alternative. Ja, ein Kotelettbraten oder so. Ich persönlich finde die Auswahl an Speisen für uns Rocker zu extravagant. Sitzen 2 Biker am Tisch und... Jetzt hat sie ein Problem. Aber kannst du mir auch ein Steak in die Pfanne hauen, oder? Nee, leider nicht. Kannst du mir ein paar Eier machen? Ja, Eier haben wir wohl da. Ja. Oder irgendwas? Spiegeleier. Ja. Okay. Irgendwas mit Nudeln? Ja, die Tagliarini, das sind Nudeln. Okay. Und Eier mit? Auf Brot. Also, ich meine, Spiegeleier sind ja lecker. Aber die kannst du dir auch zu Hause machen. Und das ist ja schon... Davon esse ich nichts. Magst du alles nicht? Ja gut, das ist dann natürlich nochmal eine andere Sache. Fleisch ist mein Gemüse, ne?
Und das, was da auf dem Zettel stand, das war Tierfutter. Also Zucchini. Ich weiß nicht mal, wie man das schreibt. So was stecke ich mir doch nicht im Mund. Schwieriger Kerl. Nee, Biker. Ich will Fleisch. Wenn kein Fleisch, will ich Eier. Weißt du was? Ich schau mal, ob die Köchin vielleicht Bock hat, selber mal mit dir zu quatschen. Und 6 Spiegeleier. Die Bestellung ist schon etwas schwierig. Die gestaltet sich etwas schwierig. Die Biker-Platte für 2 ist übrigens aus. Küchenchefin Doreen kann Kalle und Silke zwar nicht bei der Partnerwahl helfen, aber vielleicht bei der Speisenauswahl. Also, das ist unsere bezaubernde Köchin. Ja, das bin ich hier. Noch lacht sie. Genau. Mariana meinte, du hast Hunger. Ja. Sagen wir mal so, ich möchte gerne was essen, aber ich will dem Tier nicht das Essen wegnehmen. Du willst dem Tier nicht das Essen wegnehmen? So. Okay. Das heißt, ich hätte gern Bratkartoffeln? Jo. Mit Spiegeleier. Mit Spiegeleier? Jo, 6 Stück. 6 Spiegeleier? 6 Spiegeleier. Aber nur von einer Seite. Nur von einer Seite gebraten. Soll mal ein bisschen glasig sein, das Ei oder so? CWW. Ich glaube, ja, ich weiß. Übrigens, er kommt aus Hamburg, ja? Also, ja, ich merke schon, der Akzent kommt auch so ein bisschen. Ja, ja. Ich liebe Hamburg, deswegen. Ja, ne? Ich auch. Moin, moin, sag ich nur, ne? Ja. Gleich. Bratkartoffeln mit Spiegelei. Wieso moin, moin? Hast du deinen Sammel liegen oder was? Dann heißt moin. Bis gleich. Bis gleich, ja. Ja, das war schon ungewöhnlich, seine Bestellung. Weil es gab jetzt keine andere Auswahl an Fleisch oder so. Für mich, ich fand's lustig, aber ich glaube, das Team war gerade nicht so begeistert. Ich würde euch gern sehen, eine Spiegeleier-Competition. Du 10 Eier, du 10 Eier. Schauen wir, mehr schafft. Wir 2. Oh, naja, da krieg ich sehr gerne. Laut. Diese Competition gehe ich sehr gerne ein. Klar. Wenn ihr Datepartner über seine Leidenschaft fürs Kochen spricht, wird Jacqueline ganz warm ums Herz. Nachdem der Sonderwunsch bestellt ist, kann es jetzt endlich um Wichtigeres gehen zwischen Kalle und Silke. Um die Liebe. Man muss sich ja erst mal kennenlernen. Hast du schon mal verheiratet? Ja. Ja, hört sich so nach mehrmals an. Nee, einmal reicht. Kinder? Und die einen sorgen so, die anderen sorgen so, ne? Man sagt ja. Kein Kontakt. Es gibt da jemanden, aber habe ich keinen Kontakt zu und mit dem Thema bin ich durch. Heirat oder Kinder? Also ich selber will keine eigenes mehr. Lernt irgendjemand kennen, da sind Kinder vorhanden. Ja, das ist ja eigentlich in unserem Alter... Ja, es ist ja auch Familie vorhanden. Also ich habe auch Freundinnen schon gehabt, da war ich älter als die Eltern. Ja. Okay. Ja, fanden die anfangs nicht. Mittlerweile bin ich mit der Freundin nicht mehr zusammen, aber mit den Eltern noch. Ja. Der erste Eindruck von Kalle war okay, aber im Laufe des Dates habe ich mich immer so ein bisschen unwohl gefühlt. Und das ist nichts für mich. Orthopädie-Schuhmacherin Alexandra Stein. Nach einem guten ersten Eindruck fühlte sich Silke zuletzt in Kalles Gegenwart eher unwohl. Kann an seinen Erzählungen von jungen Ex-Freundinnen gelegen haben. So, dann haben wir einmal 6 Spiegeleier und Bratkartoffeln. Das ist daran jetzt lustig. Italienini. So. Das ist vorher nicht runtergekommen. Das ist die Glocke, oder was? Mhm. Es gibt nicht nur Blind Date, es gibt auch Blind Essen. Ja. Boah, das sieht doch mal ganz ordentlich aus. Dankeschön. Ich wünsche euch einen guten Appetit. Dankeschön. Ja. So, in manchen Situationen, wie er geredet hat oder wie er sich verhalten hat, fand ich es ein wenig so Richtung rüpelhaft. Ich bin keine Schickimicki-Frau, aber es gibt gewisse Sachen, wo ich sage, okay, hier ist eine Grenze und da sollte man sich vielleicht ein bisschen dran halten. Aber du isst es. Was willst du tun? Ich habe das noch nie gesehen, ja. Ich muss einfach mal einen Teller mit 6-7 Spiegeleier essen. Willst du von drunter gucken? Wenn ich irgendwo unterwegs bin, ich bestelle mir grundsätzlich eigentlich 10 Eier, weil ich esse 10 Eier pro Tag, aber ich hatte heute Morgen schon Frühstück. Deswegen nur noch 6 hinterher. Das heißt, jetzt bin ich so bei 16 Eier. Okay. Aber da die Auswahl hier, sagen wir mal, relativ beschränkt war,
Ja, Moment, aber entweder ist die Auswahl beschränkt oder du bist beschränkt. In deiner kulinarischen. Das ist gut, dass du die Kurve noch gekriegt hast. Ja. Ja. Weil ich habe ein Messer in der Hand. Also ich bin sehr authentisch. Ich bin ich. Ich verbiege mich nicht. Ich lasse mich nicht verbiegen. Und ich lasse mir von niemandem vorschreiben, wann ich was zu sagen habe. Ich habe mich in manchen Situationen unwohl gefühlt, wo ich dann gedacht habe, das war ein Tick zu viel. Doreen? Ja? Kannst du mir 2x10 Spiegeleier machen? Nein. Hast du genug Eier, ne? Wie wär's denn mit 8 und 8? Die krieg ich auch in einer Pfanne rein. Ja, okay, mach mal 8 und ja, dann kann ich die Zeit messen, wer schneller ist. Ja, machen wir das? Ja, ich mach. Okay, cool. Sie entwickelt Strategien für Firmen, wie diese sich am besten im Markt platzieren. Tiefgründiger. Im First Dates Restaurant wird die Spiegeleier-Challenge vorbereitet. Wir machen 8 und ich messe die Zeit, wer sie... Ach so, geht's auf Geschwindigkeit. Ja. Geschwindigkeit. Boah, das ist ein Staubsauger. Ja gut, Challenge accepted. Hey, weißt du, wie das geil wird? Hat Entertainer Kalle seine Datepartnerin Silke genügend entertained? Oder war es doch too much? Zuletzt fand sie das Verhalten des Spiegelei-Bestellers sogar rümpelhaft. Hat's euch geschmeckt? Ja. Ja, bisschen wenig, aber sonst war gut. Sollen wir nochmal 6 nachschinken, oder? Bitte. Ja? Ja. Nochmal das Gleiche? Sie, Baby. Okay. Ja, manche Momente sind mir peinlich, wo ich dann gedacht habe, komm, halt dich doch einfach mal zurück. Ja, ich bin hier peinlich. Ich sag so, wie mir der Schnabel gewachsen ist. Immer heraus, immer ehrlich, immer auf den Punkt. Und dann weißt du immer, woran du bist. Ne? Liebe Gäste, wir haben draußen noch Gäste, die den Tisch bräuchten. Deshalb kann ich nicht mehr mit 6 Eiern dienen. Im gekochten Zustand nicht, aber im rohen Zustand. Hier wären 6 Eier drin, das wäre unser Geschenk an dich. Die kannst du hier ja irgendwo noch mal braten heute. Und hier noch die Box. Alter, das ist doch... Hier ist ein Geschenk. Ja, toll. Nett, oder? Wo soll ich die braten? Auf der Motorhaube oder so? Ja. Ach so, morgen zum Frühstück in Hamburg. Ich kann ja nicht mal unterwegs an der Raststelle anhalten und die Wärme anwerfen. Du mit deinem Charme von... Die machen das für dich. Guck mal, ist das nicht wirklich? Ja, ein Hasi auf dem Motorrad mit Kiezpirat. Oder bei den Fischen, habe ich gedacht. Ne? Die Fische esse ich nicht. Nö, aber ich wollte mal so ein bisschen Kleingeld mitnehmen, ja. Oh yeah. Wo ist sie wert? Sag an. Kriegst du. Sehr gut. Und die hat auch gar keine Anstalten gemacht, das Portemonnaie rauszuholen. Gut, danke. Vielen Dank, dankeschön. Hab ich von Kalle erwartet, weil er auch ein Mann der alten Schule ist. Aye, aye, Captain. So ist er. Tschüss, jetzt bald. Kann ich jetzt gehen?